Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play the Forest. Ja, in der letzten Folge, wir haben das Ding hier aufgebaut. Geile Kran. Und kurz vorm Verdursten, weil wir kein Wasser mehr haben, weil wir auf den Regen warten. Oh. Wir haben hier die ganze Zeit einen Schildkrötenpanzer. Warte mal. Könnte schon mal hier zwei weitere planen für Wasser. Wo finden wir die? Glaube ich hier. Wassersammler. So, eins. Ja. Und hier dann noch eins. Wenn wir den da erstmal mitnehmen. Dann haben wir erstmal ein bisschen was. Okay. Wir haben Durst. Müssen wir gleich versuchen oder schauen da drüben, ob die Dinger da mit dem Alkohol wieder dran sind. Müssten wir wieder zumindest Alkohol saufen können. Oder hoffen, dass der Regen jetzt kommt. Und wieder ein paar Stöcker sammeln. Nee. Ich habe jetzt die ganze Zeit auf C gedrückt. So, letzter Baumstamm müsste das jetzt sein. Ja. Komm. So, dann haben wir die Wand auch schon mal fertig. Dann lass mal darüber schippern. Weil da vorne gibt es bestimmt wieder diese Totems, wo Alkohol dran ist. Da können wir was trinken. Hunger haben wir auf jeden Fall auch schon. Geht gleich der Magen grummeln. So. Den hier schon mal. Warten wir eben ganz kurz. Erst nehmen wir es und dann gehen wir eben auf jeden Fall was zu trinken holen. Ah, wir haben ihn. Oh, Feder. Essen. Gut, und müssen aber auch schon wieder
Respawn sein. Da ist schon mal einer. Ich hoffe mit Alkohol. Da ist auch schon einer. Die Knochen haben, also Schädel haben wir genug. Da hinten sind sie wieder. Bitte kommt jetzt nicht zu mir. Ich bin am Verdursten, ja? Brauche ich gerade. Aber wir können dann schon mal ganz kurz wieder zurück. Die Wassersammelbecken da zu Ende bauen. Und wenn die fertig sind, haben wir demnächst ordentlich was an was Wasser angeht hier. Beim nächsten Regen. Dann wird es länger dauern, bis wir wieder eine Dürreperiode haben. Ernsthaft? Einen haben wir nur fertig gekriegt. Aber wie viel Schaden kriegen wir, wenn wir verdursten eigentlich. Aber weil wir hier jetzt nichts zu trinken haben, heißt das, uns bleibt eh nichts anderes über, als ins nächste Dorf zu gehen von denen. Und noch was zu trinken zu suchen. Auch wenn es nur Alkohol ist. Und da ist wieder ein neuer Totem. Und ganz schnell wieder aufgebaut. Ohne Alkohol. Wo war dann hier der nächste Dorf? Da hinten, glaube ich, hier. Ja? Ah, hier sind auch Höhlen. Gekennzeichnet 1, 2, 3, 4, 5, 6 Höhlen haben wir bisher entdeckt. Da ist noch ein Totem. Alkohol! Alkohol? Ja. Okay, bis zum nächsten Dingens hier, bis zum nächsten Regen müsste das hoffentlich reichen. Die Dinger brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Was kann man mit den Dingern nochmal bauen? Klebeband haben wir hier. Alkohol haben wir nicht mehr. Bei Münzen.
Das ist ein Kompass. Fehlt denn da? Ruhe und Alkohol. Sonne geht auch schon langsam unter. Komm. Nein, wir haben fürs erste genug Holz, also Stöcker. Wenn wir den ersten Teil da wieder aufbauen. Also beziehungsweise die letzte Wassersammelstelle da. Und ich hoffe, wenn wir uns gleich schlafen legen, kommt dann Dingens hier wieder ein Regen. Wie lange dauert es eigentlich im Durchschnitt, bis es regnet hier in dem Spiel? Wisst ihr das? Gegen so ein schönes Regen hätte ich jetzt echt nichts. Da können die Regengötter gerne bitte wieder sich erkenntlich zeigen oder zeigen, dass sie existieren. Dann haben wir den hier fertig. Und den hier. Legen wir uns hier mal schlafen. So. Super, es ist mitten in der Nacht. Oh, der Wind gefällt mir. Kann es sein, dass das heißt, regnet gleich? Ja. Oh, einer war schon verdorben. Egal. Überleben wir schon. Auch praktisch wäre, wenn ich hier irgendwie so ein System machen könnte, dass ich nicht nur diese Schildkrötenpanzer für Regenwasser, Trinkwasser hier nutzen kann, sondern wirklich, dass ich dann auch irgendwie so einen Brunnen habe, dass ich auf Grundwasser hier zugreifen könnte. Oder so ein richtiges hier nicht Kanalisationssystem, sondern oder Abwassersystem, sondern so wirklich für Trinkwasser. So ein muss ja nicht unbedingt unterirdisch sein. Wie spät haben wir es? Mond geht schon unter. Okay, wenn wir drüben sind, ist schon hell. Vermute ich.
Okay, hell ist es noch nicht. Na, dahin sind sie wieder. Was machen die? Ich hoffe, die rennen jetzt nicht zu mir. Scheinen diesmal ein paar mehr zu sein. Ich dachte schon, was war das denn? Das war nur ein Vogel. Machen die? Scheinen wohl nur da hinten zu bleiben. Und wechseln sie. Ich brauche Stecker. Wo ist denn der Mond hin? Wird es jetzt heller? Heller wird es auf jeden Fall. Aber ich brauche viel, viel dringender. Brauchen wir jetzt was zu trinken? Das ist nice. Kann ich all meine Stöcke da drauf setzen? Alle, die ich sammle. Ah, hier liegt noch einer. Hier ist noch einer. Boah, wie viele Stöcker kann ich wohl draufpacken? Na, ich hoffe, da hinten ist wieder so ein Totem mit was zu trinken. Keine Ahnung, wie viele Tage wir jetzt keinen Regen hatten. Regen bräuchten wir langsam. Haben die hier respawned? Gibt es hier wieder was zu trinken? Okay, hier haben wir nichts zu trinken. Hier ist nichts gerespawnt. Ist auch nichts gespawnt. Und Totems. Das heißt, wir müssen zu denen ins Dorf. Oder notfalls vielleicht sogar dahin. Und uns was zu trinken holen. Klauen. Ah, die laufen unten rum, okay.
Ach nö. Tschüss. Lemur, durch. Den einen machen wir so und dann nehmen wir den mit. Ich nehmen wir auch noch mit. Eben auf die Schnelle. Aber jetzt brauchen wir langsam Regen. Die Ureinwohner mich eigentlich vorhin überhaupt bemerkt? Und ich stand direkt vor denen und die sind mir jetzt nicht hinterhergerannt. Natürlich habe ich wieder Hunger. Aber das ist echt scheiße jetzt, dass sie hier nichts zu trinken haben. So, jetzt müsste es langsam fertig sein. Ah, passt schon. So. Machen wir das hier. Fahren wir noch mal hoch. Würde ich sagen, vielleicht macht es doch Sinn, wenn wir hier einmal den Boden komplett, also die machen hier, wo haben wir freies Bauen? Dass wir hier einmal vielleicht doch komplett machen. Okay. Muss ich schon an die Wand hier gehen. Einmal hier komplett oben
eine Decke hat, ja. Jetzt ist die Frage da hinten, oder? Beim Kran. Hier aus. Ah, okay. Kann ich dann hier auch noch einmal eine eigene Wand drumherum machen? Nö. Hier kann ich das noch nicht machen. Aber ey, sobald wir hier unten das alles fertig haben, beziehungsweise auch der Etage hier, dann können wir ganz einfach alles da drauf laden. Dann fahren wir so hoch. Wir können einfach direkt hier so anbauen. Höher geht's nicht, okay. Ja, ich würde aber auch sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.